Es war so heftig, dass wir geschrien haben, also wirklich geschrien. Das waren Schmerzen. Diese Schmerzen haben dazu geführt, dass man uns danach wirklich in ein künstliches Koma gelegt hat. Ja. Weißt du, wie lange ich geweint habe? Ich bin weinend eingeschlafen, ob du es glaubst oder nicht, Und aber wie willst du sowas bereuen, kleine Kinder zu verbrennen etc.? das kann man nicht Das war bereuen. kein Einzelfall. Und ich kann mich noch ganz genau an die Richterin erinnern, die gesagt hat, diese Kinder werden hier aus diesem Land niemals rausgehen, bis keine Narbe mehr auf ihrem Gesicht oder irgendwo im Körper ist. Und das wird niemals sein. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Storytime. Heute zu Gast ist der liebe Leo. Hi. Und er hat eine ganz interessante Geschichte zu erzählen. Hi Leo. Hi. Wie war der Hinweg hier? Alles gut? War auf jeden Fall super. Ja? Ja, doch, 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 Das ist doch. schön. Bin gut angekommen, Du hab hast gut nochmal gegessen. lecker Essen bekommen. Alhamdulillah, War auf jeden Fall Alhamdulillah. super. Und jetzt bin ich hier fit. Das freut uns. Jetzt sind wir gut drauf, aber deine Auf jeden Story Fall. ist, wie soll man das sagen, ist nicht die schönste. Also wünscht man seinem schlimmsten Feind nicht. Ja. Wollen wir mal ehrlich sein. Die Das stimmt. Geschichte, die du erlebt hast, Allah, als wir die gehört haben, ist einfach krass. Wie damit umgegangen worden ist, ist noch krasser. Wir müssen dazu sagen, wir haben die Story nicht komplett gehört. Wir haben nur einen Teil. Und das, was wir gehört haben, ist schon Ist heftig. heftig. Gänsehaut pur. Auf jeden Fall. Also erstmal vielen Dank an euch beiden, dass ich heute hier sein darf und auch tatsächlich das erste Mal. Wir danken dir. Und ist auf jeden Fall für mich was ganz Neues. Ich habe es auch tatsächlich 27 Jahre Verdrängt. ja, verdrängt, kann man gut sagen. Ne? Also ich habe es immer drüber hinweggesehen, kann man sagen. Und ja, ich denke mal, jetzt in 2024 war der richtige Zeitpunkt, wirklich diese Geschichte mit euch zu teilen. So. Dann fangen wir am besten ganz von vorne an. Genau. Wo? Gebürtig, gebürtig. Ja. Wo kommst du her? Also ich bin gebürtig aus dem Kosovo. Bin auch in Kosovo geboren, also auch in Pristina. Und bin damals dann wegen dem Krieg, ne, habt ihr bestimmt, Ja. kennt ihr, ist ja Krieg mit Kosovo, Serbien gewesen, damals Bosnien etc. Und das hat uns damals dann dazu verschlagen, mit der Familie hier nach Deutschland zu kommen. Das war wann? Ich bin 92 geboren in Kosovo, war 94 in Deutschland. 94, 94 erste Mal in waren wir Deutschland. erstmal in Deutschland, sind dann mit der Familie dann natürlich erstmal in Asylheime gekommen etc. Das war ja damals, ne, wie gesagt. Wo war das? Wir waren in verschiedenen Asylheimen erstmal, da müsste ich wirklich meine Eltern nochmal fragen, wo das war, aber wir sind am Ende in Kerpen-Mannheim gelandet. Ja. Das war so ein Industriegebiet gewesen. Das gibt es heute nicht mehr. Und zwar ist Kerpen-Mannheim komplett, man kann sagen, weg, weil da ist so ein Ja, Abbaugebiet. Braunkohleabbaugebiet gewesen, etc. Es gibt jetzt Mannheim neu. Ja. Ne? Sehr schöne Stadt. Ja. Sieht auch so aus, als ob es nicht von dieser Erde wäre. Also alles neu und so. Genau. Und wir sind dann halt damals in Kerpen-Mannheim in ein Asylheim gekommen. Das war dann halt gegen 94 war das dann. Und Kerpen, ganz kurz, Kerpen ist ja bekannt für gewisse Sachen. Ja, ich sag mal so, Kerpen ist bis heute bekannt dafür, dass halt auch viele Menschen recht sind, Ja, also ne, also auch recht radikal. rechtsradikal, genau. Und das spürt man bis heute. Ne? Also wenn du in Kerpen reinfährst, siehst du auch wirklich in jeder Ecke, ne, gegen Rassismus etc. Ne? Warum Ja wird das klar, gemacht, ist ja klar. Ne? gute Werbung halt, ne? Genau, man muss das natürlich irgendwie Natürlich. promoten, richtig, Vermarkten. vermarkten, ja, oder so. Kurze Frage, wie kann man sich so ein Asylheim vorstellen? Also heutzutage sieht man das Container. Ja. Container, Ja. so Wohnanlagen manchmal auch schon so mit Container. Villa willst du mir sagen, Naja, will er jetzt nicht, aber oder? Oh, okay. Ja, also wie soll ich das erklären? Damals war natürlich die Asylheime ganz anders. Heutzutage hast du richtige Wohnanlagen etc. Die haben da wirklich also eigene Zimmer. Früher war das so, also damit ihr das auch mal so ein bisschen ne, verbildlicht, das waren wirklich so Container gewesen. Die waren länglich, also es waren wirklich so längliche Container, Schiffscontainer. so mäßig, aber in die Länge gezogen. Sehr lang. Ja, okay. Dann hattest du auf der rechten Seite, waren dann zum Beispiel nur das Wohnzimmer in Anführungszeichen. Dann musstest du in den Flur, der Flur war halt zugänglich für alle, bist du dann in die Schlafzimmer gekommen. So. Ja. Ganz am Ende links hattest du zum Beispiel dann nur Gemeinschaftsduschen, also natürlich getrennt, ne? Ganz viele. Und ganz rechts waren dann so Sachen wie Waschmaschinen, Trockner etc., damit die Leute dann halt
irgendwie klarkommen. Wart ihr mit Fremden in einem Zimmer oder? Nein. Also jede Familie hatte schon sein eigenes Zimmer gehabt. Wir haben natürlich auch, es gab auch so Räume, wo man zusammen gegessen hat. Okay, da hast du wirklich alle Nationen gehabt. Ne? War das damals denn schon menschengerecht aufgebaut oder eher weniger? Tatsächlich, da wo wir waren, war es auch so, dass die, dass der Container sehr, sehr, sage ich mal, kritisiert worden ist. Auch von so Leuten, die für Ausländer waren. Die gab es tatsächlich auch. Okay. Und die haben auch damals schon gesagt, das waren nicht so schöne Sachen. Es gab überall Kakerlaken. Okay. Ne? Die gibt es tatsächlich immer noch. Es gab also wirklich unhygienisch etc. Darauf wurde auch nicht mehr geachtet. So. Und den Aufbau von dem Asylheim hat sich Stadt Kerpen wahrscheinlich drum gekümmert, ne? Und deswegen sah es wahrscheinlich auch so bescheiden aus. Ja, du musst dir halt vorstellen, in der Zeit kamen halt sehr viele. Kerpen North Front, ne? Also, ne, auch wirklich, ne, das sollte man jetzt auch nicht falsch verstehen, dass man irgendwie jetzt was gegen Kerpen hat. So ähnlich. Ne, aber es ging halt einfach darum, ich denke bis heute auch natürlich, die waren auch irgendwo befordert. Viele Ausländer kommen plötzlich, viele aus dem Kosovo. Wir hatten aber auch aus Montenegro, Balkan-Gegend, Nigerianer. Mhm. Was ich jetzt auch vor kurzem dann mitbekommen habe, dass auch eine nigerianische Familie, ne, falls sie mich irgendwie hier sehen, können sie mich gerne mal kontaktieren, auch verletzt waren, aber nicht so schlimm wie wir. Das war auch in Kerpen-Mannheim passiert. Und ja. Komisch, dass sowas, die nigerianische Familie, dass das unterm Tisch gekehrt worden ist. Komisch, ja. Ja, das ist. Ja, so, ich sag mal aber so, jetzt, ganz kurz übers Asylheim. Ich glaube, die Menschen waren euch, glaube ich, relativ egal, wie es da war, ne? Weil ihr wart froh, weg zu sein vom Krieg. Ja, also wir als Kinder waren natürlich schon mal was ganz anderes, ne? Aber für unsere Eltern war das noch mal viel besser, weil ich war ja in Kosovo gewesen mehrmals und ich habe gesehen, was für Einschusslöcher da waren, wie die Menschen wirklich vom Krieg abgehauen sind. Kein Störz, ob da Kakerlaken. Also ich finde, das ist so falsch. Sag ich dir, warum? Deine Eltern sind gebürtig aus Kosovo. Richtig. Und die haben sich da drüben auch einen gewissen Lebensstandard vor dem Krieg aufgebaut, denke ich mal. Du hast mich falsch verstanden. Nein, die haben nicht gelebt wie ja, wie, natürlich. Also die Ratten in der Kanalisation. Nein, du musst dir vorstellen. Du hast mich falsch verstanden. Warum? Ich wollte damit nicht sagen, dass es menschengerecht war, sondern einfach nur, dass die Leute trotzdem sehr dankbar waren. In dem Moment war es halt so, ne? Es war, du musst dir vorstellen, mein Vater kommt aus dem Krieg hierhin und das Erste, was er gemacht hat, war nicht einfach zu sitzen, zu warten, ob es besser wird. Der hat direkt seinen LKW-Führerschein gemacht. Der wollte sich hier was aufbauen. Maloha-Generation. Du musst dir das Lustige, oder was heißt das Lustige, das Heftige an der Sache ist, als das passiert ist, was ich gleich erzählen werde, hatte mein Vater genau an den Tag seine LKW-Führerschein-Prüfung gehabt. Das heißt, erst danach hat er es dann so gesehen wahrscheinlich mit einer glücklichen Nachricht. Was denn? Er wollte wahrscheinlich mit einer glücklichen. Er wollte mit einer glücklichen kommen. Ne? Ja, ja. Und dann hat ihn das wie einen Schlag getroffen. Hat er, ganz kurz, ist zwar random, hat er an den Tag bestanden, die Prüfung? Er hat die bestanden, ja. Okay, sehr schön dazu, aber ich glaube, er wie sagen wir es, fuckt sich maximal ab, dass er an den Tag nicht da war. Ne? Das war, weil man denkt einfach als Vater, ich bin ja auch Familienvater, man denkt, wenn ich da gewesen wäre, hätte ich Schlimmeres, also das, was passiert ist, hätte ich vielleicht verhindern können. Definitiv. So. Oder vielleicht wären wir spazieren gegangen und wären gar nicht da gewesen. Ja, auf jeden Fall. Aber welcher Vater hat das? Ist das. Aber auch wenn er gar keine Schuld hat, weil es passiert das, was geschrieben ist. Was geschrieben ist, richtig. Man kriegt das aus dem Kopf nicht raus, dass man sagt, boah, wer hätte. Das ist einfach so und das muss man auch verarbeiten können. Das war vor allem, wenn man aus einem Kriegsgebiet geflüchtet kommt und dann sowas erlebt, weil man flüchtet um seine Familie zu schützen und dann passiert sowas Krasses. Ja, so musst du das verarbeiten. Das war für meinen Vater nicht einfach. Ne? Also für meinen Vater und meine Mutter natürlich. 100% so. Also eine Mutter hat ja nochmal ein ganz anderes Feeling. Mann ist immer so, Vater ist immer so, also ich bin ja auch selber Vater, der ist immer so, der geht über die Sache ein bisschen hinaus. Wenn mein Kind sich wehtut, dann springt meine Frau direkt, aber ich bin immer so, warte. So. Bin ich genauso, so, ne? Bin ich voll bei dir. Das deswegen. Ist, aber bei so einer Geschichte ist ja nochmal wieder Mutterherz ist butterweich. Ja, auf jeden Fall. Butter auf Raumtemperatur. So. Und Vater sagt, der soll hart werden. Ja, richtig. Natürlich hat damit nichts zu tun. Das hat nichts mit hart werden zu tun, was du erlebt hast. Aber ich sag auch immer,
Nein, ich sag das in die Kamera gerne. Meine Mutter ist die größte Heldin, dazu will ich auch gleich kommen, wieso das so ist. Also das ist. Ich weiß es schon, Respekt. Würde die normalste Mutter, jede Mutter wird das tun, aber es ist immer krass zu sehen, wie weit das sie tun und dass sie es wirklich, dass sie alles ausblenden einfach sagen, und wenn ich jetzt dabei sterbe, Hauptsache ich hole meine Kinder. Dazu kommen wir auf jeden Fall gleich. Und genau. Ich wollte zu viel verraten. Genau, wir sind noch gar nicht bei der Geschichte gelandet. Zurück zum Thema. Ja. 1996 sagst du Deutschland? 97. Was passiert, ja, richtig. Nee, aber du bist ja dort, das ist ja nicht direkt passiert. Nein, wir sind 94 nach Deutschland und 97 ist das passiert. Genau. Richtig. Das heißt, du hast von 94 bis 97 in verschiedenen Asylheimen gewohnt. Letzte Zeit war es an Kerpen. Das war genau, da waren wir am längsten gewesen. Und da ist dann etwas Fatales passiert. Genau, da kann ich mich sogar noch dran erinnern, obwohl ich damals nur 5 Jahre alt war. Aber das sind so Erinnerungen als Kind, die vergisst man nicht. Die prägen einfach. Prägen ein. Deine Eltern reden auch mit der Zeit immer darüber, weißt du noch da und weißt du noch dies und jenes. Vor allem du lebst damit jeden Tag. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich habe so ein gewisses Branding, ne, wenn man das mal so sagen darf. Ne, und das ist genau das. Es erinnert einfach jeden Morgen. Jeden Fall. Es erinnert deine Mutter jeden Tag, wenn die dich sieht. Jedes Mal, wenn man ein Foto dich sieht. Bei jedem Foto oder Spiegelblick, Zähne putzen. So. Oder auch wenn die Kinder fragen, Papa, was ist das? Ja, die sind jetzt noch nicht in der Alter. Meine Tochter hat jetzt das letzte Mal schon gesagt, Papa hat Aua. Ne, die sind nur 3 Jahre alt. Ja. So, aber die Fragen werden kommen. Langsam werden. Ja, klar. Ich meine, wenn ich die mal irgendwann zur Schule bringe, etc. Was hat dein Papa da? Genau, warum sieht der so aus? Und ja, 100%. Es gibt sogar einen krassen Film mit dem Kleinen, der hat auch sowas im Gesicht. Der ist sehr interessanter Film. Ich fand den echt super traurig, weil er gemobbt wird. Ich weiß gerade nicht, wie der heißt. Eine Serie, der hat, nein, das ist ein Film, der hat immer so einen Helm auf von Mars. Da war im Kino. Habe ich 5-mal geguckt. Also, okay. Ja, muss ich mal jedes gucken, Mal kommt eine Träne. Heftig, muss ich mir noch mal reinziehen. Das ist krass. Ja, cool. Da kommen wir jetzt zu deiner Geschichte. Ja, wo fange ich an? Also es war 1997, das ist im März passiert tatsächlich. Wie das passiert ist. 97, müsst ihr vorstellen, wir sind 5 Kinder. 92 bin ich geboren, 93 meine Schwester und 95 mein Bruder. Das heißt, ich bin in dem Zeitpunkt 5 Jahre, meine Schwester 4 und mein Bruder gerade mal 2. So, mein Bruder war in der Zeit 2, ich war aber dann noch nicht im Juli geboren, weil das ist ja im März passiert. Das heißt, ich war 4. Das habe ich auch erst vor kurzem realisiert, dass ich 4 war, weil ich dachte, hier in den Zeitungsartikel haben die geschrieben 4. Habe ich gesagt, ey, was ist das denn? Ne? Ja. Aber es stimmt, ich war ja tatsächlich 4 Jahre alt gewesen, kurz davor 5 zu werden, und meine Schwester genauso. Die war 3, kurz davor 4 zu werden. Und es war halt ein ganz normaler Tag. Ihr müsst euch vorstellen, wir waren halt dann mit den Kindern, haben dann mit Sega gespielt. Ne? Wir hatten als einzige Kinder dort tatsächlich Nintendo Sega gehabt, damals 90er Jahren, Super Mario, bestes Spiel, das spiele ich heute noch. Ne? Hatten wir dann ganz normal gespielt etc. Meine Mutter war in dem Zeitpunkt gerade rausgegangen aus der Wohnung. Welcher Monat war das? Das war im März gewesen. Meine Mutter ist halt in diesem Moment gerade mit dem 4. Kind, das ist dann mein Bruder, der war halt dann noch frisch geboren, das war 97, da war der gerade mal 2 Monate alt ungefähr, das ist im Januar, also 2-3 Monate war der alt, und wollte den genau in den Zeitpunkt, wo das passiert ist, was passiert ist, duschen, ganz normal. Ne? Weil ich habe ja eben gesagt, in den Containern waren die Duschen halt ganz weit weg, es waren halt riesige Container, ne? Also ihr müsst euch mal vorstellen, es war so lang gezogen, kann man sagen. Und genau in dem Zeitpunkt war das dann halt so, ich kann jetzt auch natürlich nur das sagen, an was ich mich erinnere. Ich kann mich nur erinnern, es ist plötzlich sehr dunkel geworden. Wie gesagt, ich war da 4 Jahre, fast 5. Wahrscheinlich der Stromausfall von der Hitze. Das, ne? Weiß ich nicht. Es war dunkel, dunkel, dunkel. Also war echt brutal dunkel gewesen. Das Einzige, was ich in dem Moment gemacht habe, da bin ich wirklich heute noch sehr, sehr stolz auf mich, so Gott sei Dank, dass ich das gemacht habe, war, dass ich meine Schwester und meinen kleinen Bruder als großer Bruder beschützt habe. In dem als Fall. Vierjähriger. Als Vierjähriger. Das bis heute geht das nicht von mir rein. Ja. Das war echt bis heute. Ich kann mich nämlich noch ganz dran erinnern, weil ich habe hier an meinen Oberschenkel eine Narbe, weil als ich die beschützt habe,
ist nämlich aus dem Schrank etwas gefallen. Das war so, kennt ihr noch diese Röhrenlampen, diese länglichen? Ja, ja, ja. Die, da war nämlich eine im Schrank gewesen. Und Reserve. Reserve. Die war nicht angeschlossen. Ja, aber. genau. Und die ist von dort auf mein Bein. Das, ich will es nicht zeigen, ja. Aber ich habe auf jeden Fall hier eine Narbe irgendwo. Ist jetzt tatsächlich jetzt ein bisschen kleiner geworden, die Narbe. Und ich habe die geschützt, während es richtig gebrannt hat. Ne? Also wir haben auch eine Verbrennung dritten Grad. Es gibt halt so verschiedene Arten, ne, von Grillen. Wenn du zum Beispiel einen Tee verbrennst, dann ist das halt ersten Grades, das heißt deine Haut kann wieder nachwachsen. Dritten Grades ist so gesehen das Höchste, ne, soll mich jetzt kein Arzt hier... Also vierten Grad gibt es nicht? Das weiß ich jetzt nicht, deswegen soll mich keiner darauf festnageln, aber ab dem dritten Grad ist das nämlich so, dass die Haut nicht mehr nachwachsen kann, das heißt die Narben bleiben. Ja, okay. So. Genau, und was ist dann passiert? Es hat gebrannt natürlich, ganz schlimm. Wir als Kinder wussten das natürlich nicht. Das Heftige war, es hat an mehreren Stellen gebrannt. So, weil hätte es nur bei uns gebrannt, dann hätte man sagen können, ja, es war wegen das und das. Es hat an mehreren Stellen gebrannt. Ich hoffe bis heute, dass die Menschen, die das auch gemacht haben, wirklich nicht wussten, dass da Kinder waren. Ich hoffe es. Ne? Also wie gesagt, das hoffe ich für die. Weil wer sowas macht, darüber müssen wir nicht sprechen, ja, denke ich. Ne? Maximal herzlos einfach. Herzlos. Genau. Gnadenlos, herzlos. So, dann hat es natürlich gebrannt. Es hat natürlich auch gebraucht, bis die Ersten gesagt haben, oh, es brennt, weil du musst dir vorstellen, es brennt da hinten. Du checkst es erstmal gar nicht. So, meine Mutter ist noch woanders, die weiß noch gar nichts davon. Du riechst ja erstmal nur Rauch, etc. Und die Türen damals gingen auch brutal schwer auf, ich kann mich noch erinnern. Da mussten wir wirklich zu zweit die Tür aufmachen. Das waren so, wenn die zugeknallt sind, wie, ich war noch nie im Knast, aber ich glaube, so fühlt sich Knast hören. Ja. Bam, zu. Was sagst du da? Bitte? Wie fühlst du das an? Knast? Oh, ich bin Knast? Achso, ja, da kommen wir zu später zu. Okay, ich habe jetzt ein paar Wunden aufgemacht. Nee, auf jeden Fall, ja, was ist dann passiert? Es hat natürlich brutals gebrannt, Schmerzen, Schreie, das ist, brauchen wir gar nicht drüber zu reden. An die zweite Sache war, als dann die Feuerwehr kam mit ihren Anzügen und allem drum und dran und versucht haben zu gucken, ist meine Mutter dann in das Feuer, was noch gebrannt hat, reingesprungen. Ne, man hat sie versucht aufzuhalten, also wirklich aufzuhalten. Man hat ihr gesagt, sie spinnen. Der hat sich da durchgekämpft und ist reingegangen, hat uns alle drei da rausgeholt. So als Mutter, also wirklich bis heute. Aber sie wusste ja vielleicht gar nicht, man hätte ja auch denken können, dass ihr schon rausgeholt worden seid oder gar nicht drin seid. Oder schon tot. Sie ist auf Risiko reingegangen. Sie ist einfach rein, ne? Die hat natürlich Geschreie gehört. Ja, klar. Ne, ich soll jetzt keinen irgendwie so triggern. Ne? Also, ich möchte das gar nicht. Ne, aber das ist nicht einfach auf jeden Fall auch darüber so. War für mich, wie gesagt, 27 Jahre habe ich gebraucht, darüber zu sprechen. Ja, dann geht meine Mutter da rein, deswegen größte Heldin. Jede Mutter auf dieser Welt, meine Mutter an erster Stelle für mich. Nicht umsonst, ja. Nicht umsonst ist das Paradies unter den Füßen meiner Mutter. Auf jeden Fall. Deswegen ja. Respektiert eure Mütter und alle sie lernen. Auf jeden Fall. Und seid froh, wenn ihr noch eine habt. Ja, 100%. Ne, also kümmert euch um eure Mütter, das ist sehr, sehr wichtig. So, und auf jeden Fall, jetzt zu der Geschichte zurück. Es hat gebrannt, meine Mutter hat uns rausgeholt. Das war dann der zweite. Hat sie euch auf einen Schlag alle drei gepackt? Ich weiß nur, dass sie mich in der Hand hatte und meine Schwester in der Hand hatte. Und den mein kleinen Bruder wurde dann wahrscheinlich direkt abgegeben. Wie soll die mit drei Menschen wahrscheinlich raus, alles ne? Schwarz mit Ruß und Qualm und. Ja, es war auf jeden Fall brutal, also wirklich. Ne? Also, ne? Es ist nicht, also Feuer ist krank. Ne? Ja. Das Feuer ist echt krank. Vor allem Wir wissen, ein kleines Feuerzeug an der Hand, wie heiß er schon so, ist. So, und danach sind wir gelaufen, tatsächlich, also wirklich gelaufen, mit meiner Mutter zu den Krankenwagen. Ey, ich stelle mir das heute noch vor, weil was will jetzt noch eine Mutter machen? Die kann jetzt nicht einfach mal so drauf pusten oder ein bisschen Wasser drauf machen. Das heißt, die ist wirklich auch aus Panik mit uns dann zum Krankenwagen gelaufen. Da durfte kein Polizei, kein Feuerwehr ran. Also das war vorbei. Ne? Diese Situation war so heftig. Und bevor du was sagst, es war so heftig, dass wir geschrien haben. Also wirklich geschrien. Das waren Schmerzen. Diese Schmerzen haben dazu geführt, dass man uns danach wirklich in ein künstliches Koma gelegt hat.
Alle drei? Alle drei. Deine Mutter nicht? Nein, meine Mutter, die musste man psychologisch, die kein Deutsch konnte, verständlich, ja, gerade frisch in Deutschland, ein paar Jahre, die konnte ein bisschen Deutsch, heute kann sie super Deutsch, aber damals halt, klar, das war, die hat nur gedacht, oh mein Gott, ich hoffe, mein Kind überlebt das. Ne? Klar. So ist egal, wie er aussieht oder was er ganz hat. Ganz kurz zu der Stelle, wo die euch raus, die ist, deine Mutter ist reingegangen, hat euch rausgeholt. Ja. Wie seid ihr rausgekommen? Ich meine jetzt nicht, ihr seid gelaufen, ja. Eure Kleidung, ja. Ist sie nicht in eure Haut reingefressen worden? Das kann ich mich nicht erinnern. Ich kann mich nur erinnern, dass ich an meinem Pyjama, den ich anhatte, komplett Löcher waren überall und sowas. Bei deiner Mutter? Das weiß ich nicht mehr. Daran kann ich kann mich nur wirklich, also wenn ich mich dunkel dran erinnere, war das so, dass ich mich nur daran erinnere, dass ich ihre Hände noch gesehen habe und wie sie uns ganz schnell, und wir sind halt so gehumpelt gelaufen, so, und hat uns dann noch, und dann Krankenwagen, und dann ab dem Moment war vorbei. Was für Krankenwagen? Dings kam, Helikopter. Ah, okay. Krankenwagen, dann Helikopter, und dann, das war halt eine Riesennot. Ne? Wer hat jetzt einen Schaden erlitten? Du, deine Geschwister und deine Mutter? Nein, meine Mutter ist glücklicherweise gut rausgekommen, also ihr ist alhamdulillah nichts passiert. Der war, ne, also wirklich bin ich froh darüber. Ne? Was ist passiert? Also, ich fange mal bei meiner Schwester an. Meine Schwester ist am Gesicht verbrannt, wie ich. Sie hat an den Armen ganz schlimm. Die hat auch ganz. Auch gleich stark, genauso wie du? Die hat auch an den Armen sehr schlimm. Also, ihre Hände sind deformiert, sag mal. Ne? Also, wirklich die Knochen. Vielleicht sieht man das hier. Ich habe auch hier einen Knochen, siehst du? Ja. Genau, und der Knochen ist auch bei mir komplett durch das Feuer. So, eigentlich ist der so, der ist jetzt so andersrum. Ne? Also deformiert. So, ja. Ne, deformiert, genau. Bei meiner Schwester ist das an den Händen. Die hat hier auch ganz riesen, so eine riesen, wie gesagt, deformiert richtig. Ja. Die hat Schwierigkeiten zu packen etc. Im Gesicht sieht man das bei ihr auch, aber ich finde nur dann, wenn man wirklich so sehr nahe kommt. Ne? Also die hat das so ein bisschen dünner. Bei mir ist das so, ich habe nur dort Verbrennung, wo man es sehen kann. Das heißt, nur an den Handflächen, einmal hier und einmal hier. Und im Gesicht, sonst bin ich nirgendwo versehrt mit irgendwelchen Narben durch Verbrennung. Und mein jüngerer Bruder, der hat an beiden Seiten bis zum Arm, auf beiden Seiten komplett verbrannt. Aber auch im Gesicht, deformiert? Nein, der hat eine richtig stabile Hand, mein Bruder. Okay. Der ist ein richtiger Bauarbeiter, Albaner. So, aber Bausteller. Genau, der ist stabil, auf jeden Fall. Gesicht hat er nichts. Der hatte mal was gehabt hier, aber das sieht aus jetzt wie so ein kleine Kopfnuss, die er mal bekommen hat. Okay, das ist von mir. Okay. Weiß Bescheid, Adrian. Schöne Grüße an seinen Bruder. Den Humor hast du aber nicht verloren. Ja, nee, niemals. Werde ich auch niemals verlieren. Wart ihr die einzigsten Betroffenen? Also wie gesagt, habe ich jetzt nochmal neu herausgefunden, dass eine nigerianische Familie auch irgendwo was passiert ist, aber glücklicherweise nicht so schlimm. Schock. Alle, die dort gelebt haben, bis heute, wenn die mich auch auf der Straße sehen und so, ich kenne die ja nicht mehr, die sind ja, sind erwachsene Menschen, also alte Leute jetzt, die dann immer sagen, oh, wie geht's und oh, schön, oh, okay, die freuen sich natürlich auch, hey, der hat was gemacht, ich habe Kinder, ich habe geheiratet, ich bin mein Leben irgendwo trotzdem noch weitergegangen und die sind natürlich heute bis heute noch sehr geschockt, weil danach hat der Film ja angefangen. Wollte ich gerade sagen, das war noch nicht, nein, das Schlimmste, was passieren konnte, war noch nicht das Schlimmste, was passiert ist. Man, noch wurde noch schlimmer. Es wurde noch schlimmer. Wurde, ich weiß es schon, du noch nicht. Ja. Ja. Es wurde tatsächlich noch schlimmer, nachdem wir viele Operationen hatten, Schmerzen, ich habe hier auch Bilder, können wir vielleicht gleich, können wir gleich mal durchgehen, einblenden etc., wo wir Masken tragen mussten, Cremes, ich hatte OPs, meine letzte OP hatte ich hier im Gesicht, aber ich konnte nicht mehr richtig lächeln. Das heißt, wenn ich gelächelt habe, hat das hier komplett zugemacht, weißt du? Das heißt, wir hatten viele OPs und normalerweise haben wir noch mehrere OPs, müssen eigentlich gemacht werden. Genau, und dann hatten wir über die Jahre OPs, ich habe wirklich eine sehr, sehr starke Familie, muss ich sagen. Die haben uns trotzdem immer noch dieses Gefühl gegeben zum Weitermachen. Ne? Also du musst dir vorstellen, ich war komplett im Gesicht verbrannt etc. Wir haben natürlich weitergemacht. Ich bin ins Kindergarten gegangen. Danach, nach ein, zwei Jahren, ne? Hier, vielleicht kannst du mal ich muss mal, er hat die noch auf jeden Fall gesehen. Ja. Genau, und wir sind dann ganz normal unser Leben weitergegangen. Guck mal, muss die Sosa, der
vorm Brand aus. Genau, das war ich. Wir blenden euch das ein, Leute. Das war ich ganz normal davor. Das war, guck mal hier, da siehst du sogar noch im Hintergrund die Container. Na, guck mal hier, die Container siehst du sogar noch. Guck mal hier. Hier sieht der auch noch. Ja, nee, ich will jetzt nicht sagen, normal aus, vor dem, was passiert ist. Also, ich sehe nice aus, siehst du. Aber Mr. Nice Guy. Mr. Nice Guy, ja. Und Leute, genau. Jetzt kommt und einfach... Danach, ja. Aber die Leute, die das waren, möge Allah euch recht leiten oder vernichten. Amen. Ihr habt einfach Leben und zerstört. Ja, zerstört. Wie gesagt. Ja, guckt euch das jetzt an, ja. Sprachlos einfach, ja. Guck mal hier, blenden wir euch ein. Das war wie lange nach dem Brand? Das war direkt danach. Da mussten wir diese Masken, Kühlmasken und was weiß ich alles. Alles möglich. Ehrlich, alles das ist krass. Wir blenden euch das ein. Ja. Hier musst du ihn immer. Da ist noch Schneidezähne gehabt, aber die sind jetzt zum Glück weg. Ja. So, ne, das sieht auch richtig, also wirklich, das ist ein Horror. Ich finde hier sieht das krass aus. Wenn man das sehen kann. Wie lange ist das her? Das ist im Kindergarten gewesen. Daran kann ich mich sogar erinnern. Wann geht Kindergarten los? Ab 3 schon, 4, 5, okay, also ich weiß nicht, danach sogar direkt. Danach, ne? Ja. Das müsste im Kindergarten oder in der ersten Klasse, ich bin fast nicht mehr sicher jetzt, wo du mir so fragst. Hier ist die ganze Familie drauf. Genau. Ja, alle Geschwister, alle meine Geschwister mit Masken. Aber wenn ich die Maske sehe, da krieg ich das überall. Ja. Ich hatte so eine Plastikmaske gehabt. Da hast du immer so drunter geschwitzt. Das war heftig. Oder ich wünsche das. Ich liebe Kinder. Ne? Ja. Ich wünsche das. Man, schlimm, ey, ja. Schlimm, schlimm. Es ist schon heftig, alles einem Erwachsenen zu sehen. So, ja. Aber Kind, der noch sein ganzes Leben vor sich hat. Ja. Und guck mal, du, Alhamdulillah, du hast was Gutes daraus gemacht. Ja. Ja, du hast dein Leben weitergemacht. Okay. Du bist bewusst, die stört das nicht, du gehst, aber wie viele Menschen ist das passiert und deren Psyche ist total im Arsch, die trauen sich nicht raus, die schämen sich, die fühlen sich hässlich, die fühlen sich minderwertig und so weiter. Ich kann dir eine Sache sagen, natürlich hatte ich als Kind auch gedacht, wir waren ja spezielle Krankenhäuser gewesen für Verbrennungen etc. Und ich kann mich noch wirklich sehr gut daran erinnern, deswegen will ich auch auf eine Sache hinaus, deswegen mache ich das auch hier im großen Teil. Ich war auf dem Weg ins Krankenhaus und habe mir gedacht, ach, warum ist mir das passiert und wieso und weshalb. Und als ich dann im Krankenhaus war, das war das Krasse, das wirklich, bis heute geht mir das nicht aus meinem Kopf, habe ich andere Kinder gesehen, andere Jugendliche gesehen, die auch Verbrennungen haben. Da war einer, der war, glaube ich, 14 Jahre ungefähr damals, der hatte seinen Ellbogen mit seinen mit dem Oberschenkelknochen zusammen geschmolzen wegen Feuer. Oh. Das heißt, der kann weder laufen, der kann weder gehen, der kann gar nichts. Dann habe ich mich angeguckt in diesem Moment und habe gedacht, ey Typ, du kannst sehen, du kannst sprechen, du kannst laufen, du kannst alles. Du kannst alles. So. Das Einzige, was ich hatte, sind die Verbrennungen. Und da habe ich mir schon als Kind damals gedacht, ich nagel mich jetzt nicht fest, wie alt ich da war, 10, 11 Jahre vielleicht, habe ich gesagt, ey, Alhamdulillah, Bruder, mir geht's super. Ja, Alhamdulillah sowieso, aber ich finde, es ist immer noch was anderes, wie, ja, einer hat mit Feuer gespielt, es ist beides scheiße. Es ist beides dumm. Ja. Es ist immer was anderes. Ich habe mit Feuer gespielt, habe mich verbrannt. Ja. Ich kann nicht laufen danach, dies, das. Oder ich habe Verbrennung am ganzen Körper, weil andere es mir angetan haben. Genau, richtig. Egal. Ein Unfall bleibt ein Unfall, aber etwas, was kein Unfall... Wo du nichts für kannst. Du kannst nichts für. Mhm. Und auch noch, wenn es das war, aus dem Motiv raus, wo wir nachher auf eingehen werden, ist es noch schlimmer. Genau. Darüber gehen wir sehr gerne gleich auch ein. Da werde ich auch sagen, wieso, weshalb, warum das auch genau passiert ist. Aber wir gehen jetzt mal kurz weiter in die Geschichte, denke ich mal. Genau, wir sind dann halt in mehrere Operationen gewesen, hatten, wie gesagt, Schmerztherapien, Operationen, Verbesserungen, viele Sachen, also sei es ich, meine Schwester, mein kleiner Bruder. Bei mir kommt noch hinzu, ich habe eine künstliche Herzklappe. Okay. Das heißt, ich hatte währenddessen wegen meinen Verbrennungen zu tun und jede halbe Jahr auch wegen meinem Herzen. War aber schon vorher. Das hatte ich als Kind angeboren, okay. Loch im Herzen kann man sagen. Für die, die es kennen, Aortenklappenersatz habe ich, ne, muss jetzt Marco Mar nehmen, auch heftige Geschichte, komme ich vielleicht mal ein anderes Mal drauf zurück, aber damit hatten wir als Kinder halt zu kämpfen, währenddessen Schule, währenddessen haben wir uns natürlich versucht, trotzdem zu integrieren, zu tun. So, das Leben ging weiter, in der Schule war ich
sehr aufgeweckt, hab mein Ding gemacht. Ja, das ja, wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Ja. Mobbing. Wurdest du gehänselt oder gab es mal Sprüche? Gab's was so erzählst du da? Der ist Albaner. Ja klar, ich weiß, Albaner. Oh, das gibt Respektschelle. Oder genau, was sagst du? Also, ich muss euch sagen, es gab das. Ne? Wie hat man mich genannt? Käsegesicht. Okay. Heute lache ich drüber, also wirklich schon lustig. Was hast du gesagt? Schamone. tatsächlich hatten die damals keine Chance gehabt, ne? Weil Andreas, ich war sowieso auf Van Damme-Film damals gewesen. Ich komme aus den 90ern, ihr wisst Bescheid. Ich habe Van Damme-Film geguckt, Jackie Chan konnte ich. Erster Brief. Kennt ihr noch Drunken Master? Nee. Kennst du Drunken Master? Safe kenne ich den, aber sag mir kurz, worum es geht. Jackie Chan, der hat immer gesoffen und wenn er gesoffen hat, hat er richtig Hammer gekämpft. Ja. Und so habe ich mal einen Typen in der Grundschule verprügelt, in dem Stil. Ohne Scheiß. In dem Stil, ja, so, bumm, und da habe ich ihn geschlagen. Ja, kenne ich. Also, brutal. Ne? Alten Jackie Chan, danke, dass du mich daran erinnerst. Ich werde mir heute Abend einen reinziehen. Ja, Hammer. Auf jeden Fall, ja. Schule ging dann halt so. Ich hatte auch tatsächlich immer so ein bisschen so, ja, hört sich blöd an, aber wirklich rassistisch angehauchte Direktoren gehabt, Lehrer, das habe ich immer gespürt. Also als Ausländer spürst du ist das ist auch schon. Ehrlich gesagt nicht selten gewesen. War nicht selten, tatsächlich. Das ist war nicht heutzutage selten. Immer noch nicht. Ja, nein. Ist wirklich so. Die können es so besser verstecken. Vielleicht. Ja, kann man so sagen. Ich habe da einige Fälle, aber damals hatte ich schon Schwierigkeiten, obwohl ich diese Verbrennung habe. Ne? Normalerweise muss man, so wie man sagt, meine Hand mit Samthandschuhe angehen die ganze Zeit. Das heißt, damit hatte ich natürlich auch zu kämpfen, nicht nur mit Mobbing oder so. Aber wie gesagt, ich habe da nie Luft gelassen. Ne? Also derjenige, der dann kam, Der hat eine Antwort bekommen. So hat die geschmeckt einfach. Wenigstens? Ja, war gut. Nein. Also wie gesagt, heutzutage ist das natürlich schon mal ganz anders. Ich rede als Kind, ne? Ihr müsst euch vorstellen, dieser Druck, der auf mich lastet in dem Moment. Macht auch, glaube ich, aggressiv. Nicht aggressiv, ich war nie aggressiv. Nein, aber ich war Verteidigungsmodus. Ist das passiert? Ja. Und dann geht dir noch einer auf den Sack damit? Ja, richtig. So, das war Verteidigungsmodus. Ja. Ich wollte mich einfach nur verteidigen. So wie gesagt, Van Damme und Jackie Chan, das waren meine Cousins. Mit denen habe ich abgehangen, so gesehen. Meine Kindheit, beste Kindheit. Bruce Lee vergesst ihn nicht, beste, Bruce Lee. Das war der Onkel von dem. Und auf jeden Fall, Schule war dann ganz in Ordnung. Und jetzt kommt halt der Punkt, wo ich sage, ey, hättet ihr uns doch mal einfach in Ruhe gelassen. Also was passiert? Ich komme eines Tages nach Hause, gute Noten, Freunde gefunden, alles ist super, mit meinen Verbrennungen, alles top. Plötzlich meine Eltern im Schock sagen, wir müssen hier weg. Okay, ich sage so, okay, alles klar, wir müssen hier weg. Ne? Ja, direkt pack, hier hast du eine Tasche, pack alles ein, wir müssen weg. So, was ist passiert davor? Meine Eltern wurden eingeladen ins Ausländeramt. Der uns zuständig war, der war tatsächlich aus dem Land, mit dem wir im Krieg waren. Nichts gegen irgendjemanden, ne? Das soll man nicht falsch verstehen, aber diese Antipathie habe ich damals schon gerochen. So, ne? Obwohl er Landsmann war, war er nicht der auf der Seite. Der war nicht Landsmann, der war von der gegnerischen Reise. Gegnerischen Reise. Ach so. Genau. Gegen Krieg? Gegen Krieg. Gewalt. Ich habe auch genug Freunde, die Serben sind. Alles gut, alles super. Darum geht's. Darum geht's. Ne? Und was ist dann passiert? Der hat nämlich denen gesagt, ey, bitte sofort unterschreiben. Wir haben euch genug operiert. Wir haben genug getan. Das könnt ihr auch alles im Kosovo machen. Tschüss. Unterschreiben oder ihr seid heute noch weg. Dann haben die unterschrieben. Aus Angst. Ja, vor Angst. Ja, die sind abgegangen. Meine Mutter hat geheult, bis zum geht nicht mehr. Hey, meine Kinder sind hier verbrannt. Die müssen hier noch operiert werden. Wir waren damals, ich habe so eine fette Mappe. Da steht alles noch drin. Ne? Das ist eine heftige Mappe auf jeden Fall, was da alles ist. Gut, ne? Gestern bei unserem Podcast, was ihr euch vielleicht reingezogen habt, war irgendwie ähnlich. Ne? Die haben auch einen Zettel bekommen und mussten das Land verlassen. Ja. Als ob das so eine Masche gewesen ist damals. Mhm. So unterschreibt oder es passiert das was ist anderes. Keine Masche, ist einfach Taktik. Ja, so Leute Taktik, so, aber so richtig. Was sagen wir dazu? Auf euch. Ja, das ist krass. Ja. Zweite Geschichte. Und auch so Zettel bekommen, unterschreiben oder. Es gibt Reportagen darüber. Einfach. Reportagen darüber. Da ist genau eins zu eins das Gleiche passiert. Und meistens mit Kosovo-Albanern oder Menschen aus dem Balkan, weil die gesagt haben: Ey, Krieg ist vorbei, tschüss mit euch. Die leben hier seit 17 Jahren, viele Albaner wirklich. Also gibt es davon Dokumentationen, kann man sich reinziehen. Erfolgreiche Albaner. Oder die sind, die sprechen besser Deutsch als Albanisch. Die haben sich integriert, sein Vater. Also wirklich, die sind brutal alles drin und dann von einem Tag auf den anderen Sachen
packen. Du kriegst dann so einen blauen Riesensack. Tschüss. So, auf jeden Fall, meine Eltern kommen nach Hause, Schock. Du wirst aus dem Leben gerissen, nachdem deine Kinder verbrannt worden sind, etc. Ja, und dann heißt es, packt so viele Sachen ihr könnt. Wir haben ein kleines Auto, okay, damals ein Kombi Ford Mondeo, ne, 98er Baujahr, top Ding. Das war mein erstes Auto gewesen auch, tatsächlich, als ich einen Führerschein gemacht habe damals. Andere Geschichte. Genau, und dann mussten wir unsere Sachen packen. Dann sind wir geflüchtet wieder. Also am selben Tag seid ihr noch? Am selben Tag, meine Tante kam extra aus, mein Onkel aus Belgien kam, der kam direkt aus Belgien, weil wir waren oft in Belgien auch, ne? Deswegen war das unser erstes Land, wo wir hingegangen sind, hat sich schlau gemacht, hat gesagt, ey, geht nach Brüssel und in Brüssel wird man euch helfen. So, Brüssel angekommen, was ist passiert? Direkt natürlich, die waren geschockt. Ich kann mich noch ganz genau erinnern. Ne? Alles auf Französisch dort, also auch wieder fremde Sprache. Du hast mir damals erzählt, war das, wo der Bürgermeister auch kam, ne? Genau, genau. Die haben uns erstmal ungefähr einen Monat waren wir in einem Asylheim mit sehr vielen Afrikanern gewesen. Top Menschen wirklich. Haben dann mit so Afrikanern gechillt, gegessen, dies. Ich kann mich noch ganz genau erinnern. Fofo? Fofo gab es nicht. Ja. Ich will immer Fofo mal essen. Du bist der Koch. Ich habe es auch noch nicht gemacht, muss ich ehrlich sagen, aber es ist interessant. Ja, also würde ich sehr gerne. Also ich habe es gesehen. Vor allem die Essenskultur, genau. Ja. Und weg damit. Genau, und dann wurden wir nach Liège, also Lüttich, ne, Liège auf Französisch, in eine Stadt, die heißt Antlès. Und Les wird geschrieben mit X-H-E-N-D-E, also ne, ganz anders, typisch aber Französisch. Ja. Ne? Ja. So, kam dahin zum Bürgermeister so von der Stadt. Das war krass. Der hat uns aufgenommen. Der wusste, okay, die sind aus Kosovo, das sind wahrscheinlich Muslime gewesen, haben uns kein Fleisch aufgetischt. Es gab Fisch. Für die Kinder gab es Joghurt, würde ich auch nicht vergessen. Die waren brutals nett. Die haben uns wirklich in der Stadt, mitten in der Stadt, ein Riesenhaus gegeben mit 3 Stockwerke. Da haben wir einmal in der Woche Geld bekommen von denen. Also die haben uns wirklich super aufgenommen, weil die gemerkt haben, ey, Deutschland hat Mist gebaut, aber ganz harten Mist. Und jetzt wollen die noch abschieben, so, und wir, das kann nicht wahr sein, so. Ich als Kind dachte, Alter, jetzt kommt das nächste Land und jetzt werden wir nochmal verbrannt, oder was geht ab? Was kommt als nächstes, ne? Normal, reicht doch, so, ich werde gerade aus meinem Leben wieder gerissen, so kann man so, ne? Freunde, alles gefunden. Alles, ne? Und dann, waren wir da in dem Haus, haben ein Jahr gelebt, ich habe Französisch gelernt, ich habe leider alles vergessen. Ich konnte sehr schnell, habe ich es gelernt, als Kind, ne? Also ich bin auch richtiger Sprachen. Ich liebe Kinder Sprachen. Kinder haben eh Sprachen. Ja. Nee, aber ich liebe Sprachen. Ja. Ist egal, welche Sprache das ist. Ich liebe das. Ich kann auch mehrere Sprachen. Und was ist dann passiert? Und waren glücklich, war alles super. Schule, waren super nett. Ey, haben gesagt, super, hier können wir unser Leben aufbauen. Was passiert? Deutschland sagt, schreibt Belgien an, weil Belgien schreibt Deutschland vorher an. Sagt, ey, wir werden euch im Gerichtshof auseinandernehmen, so gefühlt. Die haben das groß aufgerollt. Was sagt das Ausländeramt? Sagt, oh, Entschuldigung, wir haben da einen Fehler begangen. Okay, also ganz kurz, dass die Leute das verstehen. Ja. Brüssel hat Deutschland angeschrieben. Genau. In dem Sinne, wir haben die Familie aufgenommen. Genau. Ihr habt hart Mist gebaut. Richtig. Und sollen euch zerstören. Ja, so kann man sagen. Also, was heißt zerstören? Die können die natürlich anzeigen, ne? Weil die können sagen, ey, was habt ihr der Familie angetan? So, und jetzt kommen die zu uns, wollen bei uns, was ist das? Ne? Also, was ist da passiert? Die haben natürlich gefragt, was geht bei euch ab? Ne? Ja, und daraufhin haben die geantwortet. Die haben geantwortet, haben gesagt, oh, Familie Ameti, ne, bitte wieder zurückkommen. Ihr könnt dann wieder hinkommen, es war nur ein Fehler. So, jetzt kommt. Wie kann so ein Fehler passieren? Jetzt kommt die Faust, die ich bis heute nicht vergesse. Wir kamen nach Deutschland, rat mal, wo die uns reingesteckt haben. Asylheim. Wieder in ein Asylheim, das genauso aussah mit Kakerlaken. Weißt du, was für ein Schock. Weißt du, weißt du, wie lange ich geweint habe? Ich bin weinend eingeschlafen, ob du es glaubst oder nicht. Ihr wart in Brüssel, ihr seid herzlich empfangen worden. Mit Haus, wir hatten einen Garten gehabt. Was respektabel plus Wald war da noch dahinter. Ja. Ich habe Füchse gesehen, ich habe Eulen gesehen, das war Leben. Ich habe endlich mal gelebt. Hättet ihr nicht da bleiben dürfen oder können? Nein, weil Belgien sagt, hey, ihr seid Asyl in Deutschland. Die haben euch jetzt wieder zurückgenommen. Okay. Das war natürlich für uns voll der Schock. Ja, klar. So, weil wir hatten wirklich mit sehr super netten Menschen dort zu tun gehabt.
Ja, dann waren wir wieder in ein Asylheim mit vielen. In welcher Stadt? Dann in Bergheim. Das ist direkt daneben. Also gar nicht so weit weg. Das war neben. In ein anderes Loch. Das war neben Praktika. Praktika gibt es heute nicht mehr. Baumarkt war das. Baumarkt, ne? Richtig. Ja. Das gibt es, glaube ich, heute nicht mehr. Ja, das hieß Humboldtstraße 0. Ne, weil es keine Adresse dafür richtig gab. Okay. Ja, und dann sind wir da groß geworden fast, bis man uns dann in irgendein Hochhaus getan hat. Aber das hat wirklich Jahre gedauert. Also war die Entschuldigung ein genau... Ein Leberhaken mit Knie dahinter. Genau so. Ja, so kann man das genau sagen. Das war so die Entschuldigung. Das war, es gab keine Entschuldigung. Ne? Ja, aber ihr dachtet bestimmt, okay, die wollen ja, die haben gesagt, komm zurück, es wird alles gut. Es und dann wurde es leider nicht besser. Es wurde nicht besser. Wahrscheinlich war sogar, bevor ihr wieder nach Belgien gegangen seid, war wahrscheinlich sogar alles besser. In Belgien war geil. Nein, ich meine, bevor euch raus. Davor haben wir auch in der Nähe von Bergheim Niederaußen gewohnt. Ja, aber war bestimmt besser das als. Wir hatten Wohnung gehabt. Ich bin in die Grundschule gegangen. Ich hatte Freunde gehabt. Ich habe ganz normales Leben gehabt. Okay, bis auf die haben Fehler gemacht und die haben euch rausgeschmissen und euch einen niedrigen Start gegeben. Fehler will sagen die, aber es war kein Fehler. Weil du kannst nicht Menschen abschieben. Keine Frage. So ein großer Fehler, da kann nicht einfach ein Praktikant kommen und sagen, hier, die hauen wir jetzt raus, das macht kein Praktikant. Ja, die haben halt immer drauf gewartet, dass irgendwann die Ärzte sagen, wir müssen nichts mehr machen und tschüss. Warum? Das würde ich gerne wirklich auch die Leute, die jetzt zugucken und dafür zuständig sind, das ist wirklich meine Frage an die, warum? Ne, was ist der Grund gewesen? So, ich kann ja verstehen, wenn wir nicht mehr im Krieg sind, aber ich komme mit einem ganz anderen Hintergrund. Ne? Also, ja, klar, ich meine, ja. Das sieht man, hallo? So. Ja, und das, was ist dann passiert? Wie gesagt, dann waren wir wieder in Bergheim, mussten natürlich auch wieder ankommen, dann kam natürlich, fing es an mit 5. Klasse, 6. Klasse, etc. Ja, und dann ging es weiter. Also, ihr müsst euch das mal so ein bisschen vorstellen. Ach, wie soll ich das sagen? Meine Mutter wurde mit so einer gewissen Panik und Angst hier in Deutschland erzogen, obwohl sie das nicht kannte. Das heißt, man hat ihr immer gesagt, liebe Frau Meti, du bist bald weg hier. So. Und bis heute klingelt bei meiner Mutter um 7 Uhr morgens mal an die Tür. Die kriegt Panik ihres Lebens. Bis heute. Das geht nicht aus ihrem Kopf, weil sie immer wieder Angst hat. Vollkommen verständlich. Angst hat, dass irgendwas passiert und hier bitte sag. Klar. Wir sind 7 Personen, 5 Kinder, mein Vater und meine Mutter. Mein Vater ist verstorben vor ein paar Jahren, 2016. Bis heute bin ich und meine Schwester die einzigen, die einen gültigen Ausweis haben. Ich habe einen unbefristeten Aufenthalt, das heißt, ich kann mich in Deutschland aufhalten, wie ich möchte. Meine Schwester hat einen deutschen Pass, bei der läuft. So. Und meine ganzen Geschwister mit meiner Mutter inbegriffen. Selbst dein kleiner Bruder, der mit 2 Jahren verbannt worden ist, hat keinen deutschen Pass bekommen. Der hat keinen deutschen Pass, nein. Der hat nicht mal unbefristet. Unbefristet wäre er noch, kriegen die ganzen, die jetzt frisch aus. Fände ich auch schon eine Frechheit. Ja, fände ich auch schon eine Frechheit. Wie gesagt, du sprichst ja perfektes Deutsch. Ich kann besser Deutsch als Albanisch. Du hast dich integriert. Ich bin selbstständig. Also ich meine, Deine Kinder haben deutschen Pass. Ja. Naja. Wie gesagt, es geht ja auch nicht um den Pass, aber es geht einfach nur um diese Angst. Das heißt, meine drei Brüder könnten jederzeit abgeschoben werden. Könnten die nicht, weil wir haben jetzt vom Gericht haben wir etwas, weil als wir dann nach Deutschland wiederkamen und dieser angebliche Fehler passiert ist, waren wir bei Oberlandeskreisgericht Düsseldorf. Wahrscheinlich damit genau das nicht nochmal passiert. Damit nicht das nochmal passiert, weil die dann beschlossen haben, nach mehrmaligen, es ging da um Asyl, und ich kann mich noch ganz genau an die Richterin erinnern, die gesagt hat, diese Kinder werden hier aus diesem Land niemals rausgehen, bis keine Narbe mehr auf ihrem Gesicht oder irgendwo im Körper ist. Und das wird niemals sein. Das heißt, diese Kinder bleiben für immer in Deutschland. Und klar. Das war dann halt ein Beschluss, ja. Du sagst klar, ne? Aber nein, ich meine, klar, aber es wird niemals werden, dass dein Gesicht normal wird. Niemals. Ist nicht möglich. Nein, es geht nicht. Außer irgendwie so eine KI wird. Du fragst dich jetzt, wurde das gemacht? Ja. Weil, ich weiß, ich habe gerade den Faden verloren, aus rassistischen Gründen oder was meinst du? Genau, wurde das jetzt gemacht, um zu sagen, okay, wir geben diese ganze Sache nicht zu oder nicht zu entschuldigen und geben denen so ein Urteil, dass sie nicht abgeschoben werden können. Es gibt aber eine wichtige Frage, die gar nicht beantwortet wurde. Ja, darüber wollte ich auch noch auf jeden Fall hinaus. Ich weiß, was du meinst.
Stell die gerne. Soll ich dir fragen? Ja, ja, gerne, 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 gerne. Nein, ich, ja, genau. Das kommt noch. Ja, ja. Ach so, ja. Ja, okay. Du weißt ja ein bisschen besser als ja, ja, ich, deswegen. Okay, okay. Ja, das finde ich hammer. Guck mal, der weiß wenig, das ist das. Ja, kommt, also, das ist, deswegen, und ihr wisst doch gar nichts. Deswegen. Das ist spannend, ich will wissen, was passiert. Ja, ja. Ja, auf Popcorn raus. Aber nur süß. Ja, genau. Wo waren wir stehen geblieben jetzt? Genau. Gerichtsurteil. Gerichtsurteil war fest, alles war ruhiger in dem Sinne, aber papiertechnisch hat sich jetzt nicht viel geändert. Genau. Aber ganz kurz, ich gehe ganz kurz rein. Ja. Gerichtsurteil stand drin, diese Kinder können niemals abgeschoben werden, bis keine einzige Name mehr sichtbar wird. Nein, so nicht. Das wäre jetzt auch vom hier anwaltsgeredemäßig jetzt nicht so, aber ich sag nur das, was die Richterin, Richterin Oberland, Landeskreisgericht gesagt hat. Und das war für uns Kinder, ey, weißt du, wie hammer das war? Die steht da auf und guckt uns an und sagt wirklich, ey, niemals, ihr bleibt hier, euch wird niemals was. Also war das eine sehr nette. Das ist ein Mensch mit Herz gewesen im Moment, weißt du? Und die hat dann gecheckt, ey, da ist irgendwas schiefgelaufen, aber wir dürfen nicht, weil wir haben Deutschland, nicht die Stadt Kerpen oder Stadt sonst, sondern Deutschland wurde angeklagt. Die Bundesrepublik Deutschland. Bundesrepublik Deutschland, okay. Abteilung XY. Und ihr habt gewonnen. Ja, kann man nach langer, langer Zeit. So. Das Ding ist aber, ja. Meiner Meinung nach, vielleicht um das zu vertuschen. Öffentlich, ja, damit öffentliche Interessen zu vermeiden. Das ist das. Das ist also, die sind zufrieden mit dem Urteil und klagen nicht weiter und machen das Fass nicht weiter auf. Genau. So, aber die haben sich mit Leo getäuscht. Schublade zu. Der Leo sitzt jetzt hier. Ich bin jetzt hier auf jeden Fall. Jetzt kommen wir ganz kurz zu den Motiven. Ganz wichtige Frage. Ja. Warum ist das alles passiert? Warum? War das ein Unfall? Mhm. Also, warum ist das alles passiert? Ist natürlich eine sehr, sehr wichtige Frage. Das fragen die meisten mich auch. Also sehr lange jetzt für dich behalten. Ja, genau. Er wusste es ja oder er hat es mitbekommen. Er hat mir natürlich auch diese konkrete Frage gestellt, was natürlich auch, ne, weil ja, ich sage ja auch, es war ein rassistischer Anschlag. Es war kein Anschlag von XY. Also oder, sagst du, es waren Nazis? Ich bin mir dazu 100% sicher. 100% sicher. Dafür haben viele Indizien sprechen dafür. Okay. Zum einen, Number one, das ist mir tatsächlich auch als letztes geblieben, ein Zeitungsartikel, ich kann es kurz zeigen, Feuer entfacht, Debatte über Asylheime. So, warum eine Debatte? Weil, wie ich am Anfang des Videos schon sagte, es war nicht gewünscht, dass Asylanten, Ausländer dort sind. Die zweite Sache war, dass es in der Zeit sehr viele Angriffe auch gab. Rassistische Angriffe, Nazis, okay, etc. Die dritte Sache, das kann man auch selber auch mal im Internet schauen, sehr, sehr schreckliche Geschichten auch in den 90er Jahren, das fing in den 90er Jahren brutal an, dass man auf die Idee kam, Asylheime zu verbrennen, um den Ausländern wirklich die Angst einzujagen. Das Gefühl zu geben, nicht erwünscht zu sein. Genau. Das war dann noch heftiger, weil das wurde immer mehr. Die Ausländer hatten auch Angst gehabt. Ich meine, wir als Kinder, wir wussten davon nichts, ne? Aber die Ausländer, die dann kamen, das wurde natürlich auch erzählt, ey, es brennt in den Häusern, ihr müsst aufpassen, etc. Und ich erinnere nur an Solingen, an Bremerhaven, wo die ganze Familie, eine Familie, die heißt Familie Gensch, Öztürk, sind die Kinder, die waren 2, 4, 12 und noch, glaube ich, die Nichte, die war dann 18 oder so, komplett gestorben. Die Eltern sind bis heute noch komplett verbrannt. Ich weiß nicht, ob die noch leben, weißt du, schon lange her, 90er Jahren. Die waren damals ja schon älter gewesen. Die Täter, die vier Täter, die damals gefasst worden sind, die haben zwischen 10 und 14 Jahre, check das mal, haben die bekommen. Warum? Weil der Gerichtsbeschluss steht auch 1:1 drinnen, wegen niedrigen Gründen Rassismus. Bruder, ich da klopft mein Herz, da kriege ich wirklich eine Aggression. Diese Menschen laufen heute rum. So, ich hoffe, die haben ihr Gedanken gut geändert, die haben das bereut, aber wie willst du sowas bereuen, kleine Kinder zu verbrennen etc.? Das war kein Einzelfall, das muss man sich nochmal auch wirklich auf der Zunge vergehen. Ich mache ja auch TikTok, in TikTok alleine, seit zwei Wochen mache ich das, schreiben mir so viele, ey, mir ist das Gleiche passiert, nur dass denen halt nichts von Verbrennung passiert ist. Das heißt, es ist kein Einzelfall. So.
Es gab viele Anschläge in unserem Asylheim. Ne? Dann gab es hier einmal hier das eine neue Debatte, nachdem ich kurz vorm Abnippeln war. Also ich war auch von den drei. Du warst in hoher Lebensgefahr. Derjenige, hohe Lebensgefahr. Die haben auch gesagt, der Junge wird es nicht schaffen. So, ich habe es geschafft, hier haben bin ich. Es gab halt, wie gesagt, viele dieser Anschläge. Es wurde unter den Teppich gekehrt, ganz schnell, indem man gesagt hat, ja, wir operieren euch, wir machen, wir tun. Und dann wollte man uns ganz schnell abschieben, haben die aber nicht geschafft. Da haben die mit dem falschen Menschen, aber das da mit haben den die falschen nicht Menschen. Mit Albaner haben die, genau. Deswegen, und heute natürlich das alles verjährt und man kann nichts mehr nachweisen und alles schön und gut. Und ja, aber du bist da. Ich bin da und ich werde meine Geschichte auf jeden Fall weitererzählen. Wir werden deine Kanäle, du bist aktiv auf Instagram und vor allem auf TikTok. TikTok und auch YouTube. In die Infobox packen wir alles rein. Alles. Folgt dem Leo, stellt eure Fragen. Gerne. Und hört euch an, was er zu sagen hat. Und gerne. Wie gesagt, falls ihr auch das gleich erlebt habt, schreibt ihm das. Gerne. Und tauscht euch aus. Genau. Und euch auch auf jeden Fall als Schlusswort vielleicht nochmal so von meiner Seite, warum bin ich heute hier? Ich bin nicht da, um zu sagen, weil wir dich gezwungen haben. Ja, du musst doch nicht vor der Kamera jetzt sagen. Nein. Warum bin ich heute hier? So, Schlusswort für heute ist auf jeden Fall, ey, ich bin heute nicht da, um zu sagen, oh, der Arme, guck mal, was dem passiert ist und bla, 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 das brauche ich nicht, habe ich nie gebraucht, will ich auch niemals haben. Aber ich denke mal, nach 27 Jahren darf ich doch mal endlich den Menschen die das vielleicht getan haben oder die diese Gedanken haben, mal sagen, ey, das ist kein Einzelfall. Es gibt diese Menschen und es passiert bis heute. Und ich möchte natürlich auch wieder appellieren an den Menschen, die auch Schwierigkeiten in ihrem Leben haben, sei es durch Verbrennung, sei es durch Behinderung, durch Verkrüppelung, egal was du hast, wer du bist, was du hast. Es gibt immer, ne, und das sage ich straight, es gibt immer einen Grund zu leben, es gibt immer einen Grund, dankbar zu sein. Und genau, und dafür stehe ich und dafür mache ich das hier auch. Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Danke. Auf jeden Fall. Ich bin der Meinung, der Angriff hat euch als Familie nur stärker gemacht. Mhm. Definitiv. Ihn persönlich auch. Auch danke. Persönlich. Ne, das prägt, das macht einen ganz anderen Menschen aus dir. Mhm. Du hast das Beste aus deinem Leben gemacht. Dankeschön. Und du packst das. Super. Auf jeden Fall. Danke euch auf jeden Fall für diese schöne Einladung. Ich bin extrem auf die Kommentare gespannt. Ich auch. Also nur kurz, ich bin auch, wie gesagt, auf die Kommentare gespannt, die positiv sind, aber auch auf AfD-Kommentare von diesen Kackvögeln. Nur zur Info, wir sind alle froh, dass wir in Deutschland leben dürfen. Auf jeden 100%. Fall. 100%. Ja. Danke für alles, für jede Unterstützung. Ja. Ist so. Genau. Es gibt auch extrem viel Gesindel unter den, die in Deutschland kommen, die sich nicht benehmen. Ich habe natürlich auch super Erfahrungen gehabt. Ja, ne? Also wie gesagt, ich hab deutsche Freunde, sehr viele sogar. Ich wurde auch von Ärzten wirklich sehr schön. Das letzte Mal hatte ich meine Kardiologin, die hat echt, das habe erst mal passiert, aber auch tatsächlich auch, die hat mir echt so gesagt, es tut mir leid. Ich gucke dir an, ich sag, wie? Die sagt so, es tut mir wirklich leid, die ist Deutsche. Ne? Ich so, okay, was tut ihnen leid? Es tut mir leid, was wir Deutschen dir angetan haben. Da habe ich gesagt, Frau Doktor. Schöne Worte. Sie müssen, natürlich schön, aber ich habe ihm gesagt, Sie müssen sich für gar nichts entschuldigen. Es geht nicht darum, dass Sie Deutsche sind. Diese Menschen, die sowas tun, da verbinde ich kein Mal das Wort Deutsche mit oder dieses und jenes Land. Weil das ist kein Deutscher in meinen Augen, der sowas macht. Das ist auch kein Russe, der sowas macht oder egal aus welchem Land der kommt. Also jeder ne? Mensch kann eigentlich. Und als ich das der Frau gesagt habe, der Kardiologin, weißt du, was die gemacht hat? Die hat angefangen zu weinen. Die sagt, die hat geweint. Die sagt zu mir so, ey, wie kannst du so reden? Wie kannst du sowas sagen? Normalerweise hast du das... Musst du hasserfüllt sein. Die hat gesagt, du hast die größten Gründe dafür, uns Deutschen brutal zu hassen. Da habe ich gesagt, nein. Aber es zeigt einfach nur, dass du kein dummer Mensch bist. Ja, und nicht einfach alle über einen Kamm scherst. Genau. So zeigt es, dass von 1000 Leuten einer immer nur aus der Reihe tanzt. Mhm. Es sind nicht immer die Deutschen, die Türken, genau. Die Ausländer. Es ist immer... Es ist immer der Kackvogel. Es ist genau. Richtig. Ich sag's jetzt nicht. Ja. Genau so ist das Video auf Gelb. Ja, genau. Oder auf Rot. Nein, wir wollen es grün haben. Solltest du vielleicht eine interessante Geschichte haben und willst auch hier sitzen, komm nicht zu uns. Kommt gerne zu uns, schreibt uns. Oder auch zu mir. Und habt ihr Fragen zu der Situation von Leo? Mhm. Ihr braucht Hilfe oder sonst etwas, könnt ihr auch gerne Leo schreiben. Wir verlinken euch alles. Spendet bei PayPal.
lasst einen Daumen nach oben, einen Kommentar und immer abonnieren. Auf jeden Fall. Kostenlos. Auf jeden Fall abonnieren. Abonnieren, ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wie machen die Leute das jetzt heutzutage? Warte. Was ist das? Herz? Ach so, ein Herz. Herz, oder? Genau. Krieg ich schon. Ich krieg nur den Herz. Ja. Ey, Salamu alaikum. Salam. Salamu alaikum. Bam.